Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Ja, nachdem wir in der letzten Folge erstmal mit einem schönen Tod abgeschlossen haben, habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe sinnvollerweise die letzten 3 Stunden nochmal nachgespielt und uns etwas besser ausgerüstet. Also so im Welten viel besser. Ja. Also echt stark, dass du das gemacht hast. Ich sag mal nicht, dass wir einfach 30 Schuss Pumpgun irgendwo haben übersehen. Ja gut, aber man muss zu unserer Verteidigung auch sagen, diese Sachen sind ja teilweise so lächerlich versteckt. Ja, das war das wollte ich auch noch gerade zeigen. Also wir haben jetzt auch eine Menge an Heilung hier, wie man sieht. Also was noch übrig ist, kann man nicht meckern. Was die Sachen angeht, die man so leicht übersieht. Da war zum Beispiel einfach so eine dunkle Ecke, wo du nichts gesehen hast. Es war halt gegenüber von so einer Treppe. Also da wurde zum Beispiel das Wesker das erste Mal mit Chris trifft, weißt du, wo dieser Gummityp auch auftaucht, die Treppe, die da runter geht, da wo die Treppe anfängt, ist so eine Ecke, es ist wirklich nur so eine Ecke davor, da liegt das einfach, da liegt ein grünes Kraut, aber du siehst es nicht, was wirklich, egal wie hell du deinen Bildschirm einstellst, du siehst es nicht, du müsstest halt jede Ecke, das ist anklicken und das ist halt die unsinnigste Ecke, wo was liegen sollte. Naja, was noch ganz cool ist, ich habe die Pistole aufwerten können, das haben wir nämlich eiskalt übersehen, da war so ein Raum, wo man die Pistole von Chris aufwerten kann. Hier hauen wir lieber ab. Und das habe ich im Prinzip noch gemacht. Die ist jetzt etwas effektiver. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich kann es noch nicht bezeugen, weil das Einzige, auf das ich geschossen habe, war dieser komische Tentakelarm. Und da habe ich jetzt nicht so die Vergleichsmaßstäbe. Was noch wichtig ist, ich habe noch dieses Valve hier geholt. Das hat der Torfi beim letzten Mal irgendwie übersehen oder so. Irgendwie, ja. Tut mir leid. Das haben wir ja schon mal irgendwo angebracht mit Claire. Und jetzt habe ich es einfach mal wieder geholt, weil wir brauchen es, glaube ich, bald. Und ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Ja, und jetzt schrauben wir das mal an, das Ventil, oder? Müssen überlegen, entweder, also ich habe einen Feuerlöscher, habe ich ja auch dabei, den können wir auch auffüllen. Und können das hier wollte ich gar nicht rein. Ich habe nämlich noch einen Zombie da leben lassen. Ah, okay. Was gab's? Gab's da überhaupt noch irgendwas? Nee, also jetzt nichts mehr. Okay. Also da haben wir halt nur diesen Koffer gefunden, den wir aber nicht aufmachen können. Ach ja. Naja. Ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube fast, dass wir keine Chance gehabt hätten. Anders glaube ich, ehrlich gesagt, ist das wir. Wir waren ja wirklich mehr als tot. Oh boy. Ich hasse diese Teile wirklich. Ja. Kannst du nicht abschießen. Ich hab's auch mal versucht, aber es geht wirklich nicht. Okay. Ja, genau. Den Schalter müssen wir, glaube ich, drücken. Dann kommt man an das Feuerlöschmittel. Okay, ja. So, endlich selber. Ich glaube, den schleppen wir doch bestimmt seit Episode 3 oder 4 mit uns rum. Ja. Also, beziehungsweise lag der halt in der Kiste. Ja, das wäre ätzend gewesen, wenn wir den vergessen. Also, wenn wir den nicht mitgenommen hätten. Ich frag mich. Ich schätze mal, das ist halt kein. Das ist wahrscheinlich was Optionales. Was Optionales, ja. Aber es ist dennoch halt mega ätzend. Das wäre total ärgerlich. Ja. Hier können wir, glaube ich, das Valve einsetzen. Oder täusche ich mich da? Viereckige Öffnung, dort ist eine Bemerkung, ablassen, Nutzer reinigen und Wasserwechselloch. Viereckig? Wir haben das Ding mit Claire haben wir so ummodelliert, kann das sein? Ja, vielleicht können wir nochmal in den Raum mit dem Zombie, wo du gerade davor warst. Ich glaube, da war nämlich diese Maschine, mit der man das bearbeiten konnte. Und vielleicht kann man das ja nochmal zurechtschneiden. Ja, das stimmt eigentlich. Aber ich würde mich trotzdem erstmal unten umschauen. Ups. Weil wenn wir da unten jetzt nichts finden, würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Nee, das wird sich anbieten. Ja gut, wir können den Raum mit den 8 Zombies oder was das waren hier. Ja gut, das könnte man natürlich mal probieren, aber... Ja. Hier, Bretz. Das war gewaltig. einfach reingeschmissen ins Feuer. Oh, er ist weg. Awesome. Ja. Endlich. Mach's gut, Feuer. Oh, irgendwie ist doch ins Herz geschlossen. Martin lieb gewonnen, gell? Das stimmt schon. Achso, ich dachte, es wäre wieder so ein Tentakel. Ich dachte, ja. Magnus, geil. Sehr schön. Scheint ein Teil der Sortiermaschine zu sein. Die Güter werden vermutlich hier gesammelt. Ja. Warte mal, wir haben doch mit Claire mal vor Ewigkeiten so eine Kiste in so ein Warenlager geschickt. Ich weiß nicht, ob es die Kiste ist, aber es ist halt eine Kiste. Es gibt halt so ein. Nee, fällt mir nur gerade ein, weil die haben wir ja dann nie irgendwie eingesammelt, oder? Haben wir dazu eingesetzt, da war Giftgas drin. Ah, stimmt das. So sind wir an die Giftgasmaske gekommen. Da liegt schon wieder einer, wo ich mir sicher bin, dass er gleich aufsteht.
frage mich, was wir damit anfangen sollen, okay? Ja. Das war ja, die Tür ist abgeschlossen. Okay, ja, das haben wir schon mal gemacht mit Claire. Der echt? Ja, ja, wir haben es aufgesprengt, aber ich frage mich nicht, was da drin war. Irgendwas war da halt drin. Okay. Moment. Ich bin mal wieder verwirrt, ob es hier eine Tür gibt oder nicht. Nee. Also war, ja, war das gut. Effektiv alles, was man hier machen konnte. Aber eine Magnum, ja. Also ich will, also beschweren möchte ich mich jetzt auch nicht. Nö. Liegt hier, liegt ja nichts, gell? Chemikalien, große Menge. Ich frage mich, wozu die benutzt wurden. Naja. Da rechts ist keine Tür, oder? Nee, aber das siehst du ja schon an der Karte, das ist hier ja, scheinbar nicht mehr. Ja, gerade nicht mehr so im Kopf. Dass es hier scheinbar nicht mehr weitergeht. Ja. Naja. Gut, dann schneiden wir uns mal das Ventil zurecht. Ja, würde ich auch sagen. Ach, der blöde Laser schon wieder. Ach ja. Ui. Oh! Fuck. Egal. Da kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Vielleicht muss er doch auch so schnell. Oder? Muss er doch nochmal hin? Ja. Da war ja, wie gesagt, da war ja der ganze Bereich, wo man mit dem Fahrstuhl runterfährt. Ach ja, ja. Verdammt. Naja, sie lässt sich ja halt nicht ganz nur rein. Macht ja nichts. Jetzt sind wir zum Glück bewaffnet und können es mit ihm aufnehmen. Ja, hier muss ich nur aufpassen, dass ich wieder so ein ganz ätzender Kamera wechsle und. Ja. Ich lasse ihn mal lieber herkommen. Sind mit der Pistole. Ja, nee, stimmt schon. Obwohl, du hast eigentlich recht. Naja, okay, jetzt ist das schon zu nah. Ja, weißt du. Ich habe den Eindruck, dass wir gerade mehr. Auf unsere Heilung aufpassen müssen. Mehr auf unsere Heilung aufpassen müssen als auf die Munition, ja. Ich tipp's auch ehrlich gesagt. Sich lieber mal alles über den Haufen ballern, was uns gefährlich werden konnte. Na gut, mit der S-Effekten kann ich benutzt werden. Ja gut, das hat sich ja dann übrig. Okay. Sonst lag hier nichts, oder? Weil hier habe ich nämlich noch gar nicht geschaut. Nee. Naja. Gut, dann. Was können wir dann jetzt machen? Ach, wir können. Mit dem Fahrstuhl runterfahren. Wir müssen ja jetzt offensichtlich erstmal einen Hunter platt machen. Ja. Aber das Gute ist, es geht, wenn man doch gefasst ist und es in so einem engen Gang ist, wo er nicht irgendwie von links und rechts kommt. Das hat schon mal 4 Schüsse locker. Ja. Echt? Jedes Mal 4? Ich dachte, das variiert immer ein bisschen. Ja, 3 bis 4, aber 4, wenn es blöd kommt. Ja. Das Blöde ist auch, dass dieser Laser nicht verschwindet. Ah, jetzt. Oh, okay. Nein! Boah! Das war. Was sollte denn das? Ich weiß auch nicht. Hä? Was? Willst du mich verarschen? Normal kannst du die sogar abschießen, wenn sie auf dem Boden liegen. Hä? Was ist denn los? Ach, das war jetzt blöd. Super blöd war das. Okay. Aber ich hätte auch meine Lektion lernen sollen, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dass es dann wahrscheinlich auch nicht mehr funktioniert. Ach man. Unnötig. Hier war doch auch ein Laser, oder? Nee, ist weg. Naja, gut. Wahrscheinlich ist ja kein Laser, wenn Hunter in dem Bereich ist. Ja. Macht Sinn. Ach, das ärgert mich jetzt. Was für eine Verschwendung. Da habe ich 3 Stunden perfekt gespielt, ohne so einen Scheiß zu machen. Ja, wenn du halt nicht aufnimmst und so diesen nicht beobachtet wirst, geht das gar nicht viel. Da kommt was. Scheiße hier. Jawohl. Siehst du, da hat's funktioniert. Ja. Erklär mir mal. Das war gerade voll random. Ich check. Das war vorher auch nie so. Der hat vor allem, eigentlich habe ich es doch von der Tendenz her genau richtig gemacht, ja. Weil du lieber die Waffe runterhalten, anstatt. Okay. Hier irgendwo was? Was ist das überhaupt für ein. Ach, das ist so ein aufgemalter Himmel, okay. Ja. Ah. Okay. Toll, ich check jetzt gerade gar nicht, warum es hier so dunkel ist. Weil ich die Helligkeit maximal rausgestellt. Ach, das Spiel ist halt wirklich viel zu dunkel. Hm. Ja, kann man hier noch irgendwas machen? Oder schaut das einfach nur cool aus? Ja, ich sehe die Doppeltür, aber ganz ehrlich. Lass erstmal den Zombie-Gang machen. Ja, der regt mich nämlich tierisch auf. Das wird uns jetzt einen ganzen Batzen an Schrotpatronen kosten. Also, wenn ich perfekt ziele und keinen Schuss verschwende, wenn es sind mindestens 8 Schuss, die wir jetzt verbrauchen. Wenn du perfekt zielst, 8 Schuss. Okay. Ja, wenn. Ich schätze mal, ich glaube, das ist 8 Zombies waren. Ja, vielleicht sind es auch mehr, ich weiß nicht, wie viel da noch aus der Ecke.
Oh ja. Alter, die streuen ja nicht mehr so wie in Zweier, ne? Ja? Oh nee. Schade. So viel zu meinen 8 Schuss. Ja, die streut tatsächlich nicht gut. Schade. Ja, das war, weil die sich gerade so blöd aufgeteilt hatten, ne? Ausgeraut. Ja, Pistolenmunition ist ja gleich weg. Meinst du Pistol? Hä? Du hast noch ein Schuss Pistolenmunition dabei. Okay, das sind jetzt auch wieder so ein ganzer Batzen. Das ist blöd. Ah, der. Vor allem, wenn die dann so über ihre toten Kameraden glitschen oder stolpern, dann bin ich mir noch nie so sicher, ob die Headshots dann halt so registriert werden, wie sie sollten. Das waren doch noch nicht alle, oder? Also es kommt wieder so ein Kamerawechsel und ich stehe gleich angegriffen. Hast du da was? Ja. Okay. Hey, das war's. Also mit Pumpgun, mit Pumpgun schon machbar. Ja. Anders, wenn man halt keine Pumpgun hat, dann ist es nicht. Aber letztes Mal mehr, oder? Hier liegen 4 und hier liegen 3, dann waren es ja nur 7. Ja. Ich hätte eigentlich 8 gezählt. Komisch. Naja. Ich beschwere mich jetzt nicht, aber. Ich habe ja mindestens 9 Schüsse verbraucht, also. Okay. Ja. Ja, das Streuen fehlt so ein bisschen. Oh. Hallo. Blaues Kraut, aber das würde ich erstmal. Hier, gut. Müssen wir gezwungenermaßen erstmal liegen lassen. Ja, wir könnten was kombinieren, aber. Weiß nicht. Ja. Wir haben ja noch was in der Kiste. Ein Inkribben. Ja. Oh, eine Kiste. Oh, ach so. Ja. Das bietet sich ja durch an. How convenient. So. Teilen wir das auch mal wieder hier gut. Ich habe hier Zeug. Okay, da habe ich Zeug auch noch abgelegt. Okay. Das Valve würde ich erstmal da lassen, bis wir wissen, was wir damit anstellen. Weil momentan können wir noch nichts damit anfangen. Ja, ja. Würde ich auch machen. Und die Magnum würde ich auch erstmal ablegen, weil es ist ja eher so eine Endbosswaffe. Ich weiß nicht, ich habe immer so Schiss, dass halt ein Endkampf irgendwie kommt. Achso, ja, stimmt. Ja, eigentlich. Hätten wir mal unsere Lektion aus dem Endkampf mit Claire. Ja. Nee, beziehungsweise wir haben ja gute Waffen mitgenommen und haben uns dann genau im Nachhinein ins Genick gebrochen. Ja, aber es ist alles immer so unübersichtlich. Ja, nee, nimm's mit. Wir haben ja echt genug Inventory-Platz. Ja, ich hoffe mal, dass es dann passt. Oh, Kraut. Ah, jetzt schaut's aber echt wieder gut aus mit der Heilung. Ja. Ich würde mich aber tatsächlich jetzt inzwischen auch mal über rotes Kraut freuen. Ja, das findet man so selten irgendwie. Mhm. Zu 3 Grüne zu mischen, das wirkt immer so Verschwendung irgendwie. Mm. So, aber jetzt, also das ist ja wirklich mal ein ganz anderes Verhältnis hier mit Heilung. Das war ja vorher, war das ja wirklich eine Zumutung, wie wir da unterwegs waren. Ansonsten, was ist hier? Alle Knöpfe drücken. Eine Schalttafel für diese Etage. Okay. Von mir ist eine Anlage Stromanschluss hier nach. Okay, toll. Jetzt habe ich abgelegt, jetzt habe ich den Salat. Ja. Dass sie auch nie ihre Lektion. Ach, nee, den wollen nicht. Dass sie auch nie ihre Lektion lernen und nicht einfach immer die passenden Valves mitnehmen. Weil die brauchen sie ja scheinbar jedes Mal, in jedem Teil. Ja. Das ist ja wirklich die komplexeste Apparatur, um einen Stromanschluss herzustellen. Ja. Okay, es ist noch da. Man wird es leider nicht los. Schade. Ja, dann nehmen wir es trotzdem jetzt erstmal ab. Das hat er bei dem Metallschneider gesagt, dass sie defekt ist, oder? Oder nicht, dass da irgendwie Stromzufuhr fehlt, oder? Ich glaube, dass der defekt ist, hat er gesagt. Okay. Aber man kann ja später nochmal vorbeischauen. Oh. Für diese Etage, okay. Jetzt wird halt hier irgendwas schlimm sein. Ah, wir haben Licht hier, okay. Können wir nochmal schauen, ob wir irgendwas übersehen haben, aber. Da, ja, oh. Shotgun. Das ist unglaublich, wie die sich immer in einer dunklen Ecke versteckt. Das ist doch eine. Also, tut mir leid, ich finde das teilweise wirklich eine Boden. Also, solche dunklen Ecken. Ja. So. Wer legt die da immer hin? Ja, gut, die ist da scheinbar gut versteckt, ja. Also, das gebe ich zu. Oh, da geht's rechts, geht's nicht mehr weiter, oder? Zwischen den. Nee. Nee, ich meine rechts bei den Maschinen. Hm. Achso, nee, okay, gut. Okay, kann man auf die Karte schauen, aber da war ja noch eine Tür am Ende von diesem Gang. Ja. Ja, gut, das ist, da sind Fahrstuhl runter. Ja, gut, wir haben jetzt mehrere Sachen, wo wir lang können. Ja. Vielleicht nehmen wir aber erstmal die Double Door, oder? Okay. Also, ja. Vielleicht ist draußen jetzt Licht an und wir sehen mal was. Das war nämlich meine andere Überlegung. Stimmt.
Okay, erstmal fett looten. Erstmal schauen, was da oben. Looten und leveln. Ja. Ja, genau, hier ist den Spots vorne haben wir platt gemacht, ja. Geh echt mal in die dunklen Ecken und. Es ist halt wirklich besser geworden, heller. Kommt man da irgendwie ran? Nö. Ja, da liegt was. Flügel mitnehmen, ja. Okay. Ich habe eine Flügel. Kannst du sogar stacken. Krass. Ja. Man weiß nie, wann man noch einen Flügel braucht. Ja. Ja, siehst du, jetzt haben wir schon zwei. Gibt hier noch einer rum? Du kannst mir jetzt echt mal kurz die dunklen Ecken abklappern und schauen, ob da noch irgendwas liegt. Mach ich. Das ist auch so eine Beschäftigungstherapie. Ja, total. Ja, gut. Na ja, gut. Ja. Ich gehe jetzt nicht nochmal zur Kiste zu. Oh, hallo. Also, Wahnsinn. Das ist doch ein Witz. Manchmal macht es einen wirklich Biss. Ja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Mhm. Oh, hallo? Cool. Ist das die Eingangshalle vom ersten Teil? Ja, ich weiß auch so meine erste Assoziation. Bisschen schon. Also es fehlt hier halt die Doppeltür, aber ja. Ansonsten. Ja. Jetzt mal alle dunklen Ecken abklappern. Was haben wir denn hier? Nix. Also in so dunklen Ecken liegt entweder grünes Kraut oder Sam Fischer. Was ist denn das? Keine Ahnung, er hat aber nichts dazu gesagt, ich hab's angeklickt. Okay, komisch. Ja. Jetzt habe ich nichts zu sagen. Bleiben wir erstmal auf der Etage. Ja. Ja. Da gibt's immerhin Strom. Okay. Biohazard-Abzeichen, oha. Ah ja. Wir haben hier ein Gemälde von Zwillingen und ihrem Vater. Drei seltsame Löcher am Finger des Jungen, am Ohr des Mannes und an der Brust des Mädchens. Gut, das ist dann ja offensichtlich da, wo man die diese drei Juwelen einsetzen muss. Ja, genau, von dem mal die Rede war. Da kommt man dann in das Labor, wo wahrscheinlich Alexia die letzten 15 Jahre tiefgefroren war. Oh, oha, was liegt denn da? Nein! Ja, es wird schon Grund haben, warum es denn gut, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also normal, also so ein Kaffeemesser liegt jetzt. Ich muss an Resident Evil 1 denken. Okay, ist abgeschlossen. Dann sind wir hier erstmal fertig. Ich muss immer so an Resident Evil 1 denken, wo. Okay. Warte mal ganz kurz. Messer und vielleicht können wir da was. Können wir da was freischalten da hinten, gell? Oder freischneiden? Ja. Das klingt ja eigentlich schon. Hey, da jemand. Oh! Oh! Hallo! Ach! Der Kamerawechsel kam halt nicht vorhin, ja. Was? Get out of here. Not yet. We have to find Steve. Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Claire? What's wrong? I think I've been poisoned. Just hold on. I'll be right back. Oh, okay. Shit. Kein Countdown jedenfalls. Ah. Aber krass, die haben sie jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, nicht? Ja. Also wenn man den zweiten hat, haben sie sich ja auch schon gesucht. Sie hat ihn gesucht, ja. Ja. Ja, krass. Mich kotzt es schon wieder an, wie wir eiskalt an der vorbeigelaufen sind, weil der Kamerawechsel nicht mehr. Ja. Weißt du, so nach dem Motto, ah, da hängt sie ja, aber können wir uns ja später anschauen. Ja. Da ist ja warm drin, die wird schon nicht gefrieren. Jetzt müssen wir ein Gegenmittel finden, nehme ich mal. Ja, wäre gut. Aber da haben wir noch gar nichts gefunden, oder? Nee, jetzt würde ich mal diese Tür hier probieren. Ja.
Magst du vielleicht gleich mal erst irgendeine Waffe equippen? Eine sinnvolle Waffe? Eine Pistole? Ach so, ich dachte, das ist Kampfmesser. Okay, das ist jetzt aber wirklich der Raum aus dem ersten Teil. Ja. Sonst noch weiter, okay. Nichts Auffälliges. Frage mich, ob die das noch irgendwie erklären, ob die das. Da liegt er. Aha. Ja, Schrotflinte kann man mitnehmen, das passt. Ob die einfach zu faul waren, um einen neuen Bereich zu designen, oder ob die tatsächlich dann irgendwelche. Ja, ob es halt ganz bewusst eine Referenz sein soll. Es war mal so eine Notiz, wo der gesagt hat, man orientiert sich hier praktisch an Spencers Anwesen. Echt? Okay. Ja. Weil der. Der Großvater von Alexia und Alfred praktisch ein Freund von dem war. Ja, okay. Ja, das wusste ich aber, dass die sich dran orientieren, habe ich völlig überlesen. Irgendwo stand das. Links. Okay. Das funktioniert jetzt andersrum, okay. Okay, arg. Ja gut, dann würde ich mal ein cooles Kraut fressen. Das kann ich jetzt wirklich nicht schauen. Also wir müssen jetzt auch mal schauen, dass wir das Gegenmittel finden. Aufsatz nehmen. Ah, okay. Das verstehe ich. Statue eines Tigers, ein Juwel fehlt. Ja. Gut, das andere können wir jetzt nicht machen, weil wir nicht genug Platz haben. Okay, dann können wir uns trotzdem diesen Raum hier nochmal anschauen. Vielleicht finden wir das Serum jetzt irgendwie auf dem Weg. Würde Sinn machen, schaut so nach dem Labor aus irgendwie. Ja. Also, vielleicht haben wir Glück. Wir haben erstmal vergiftet. Müssen wir ein Serum erstmal für uns finden. Ansonsten kann es halt echt sein, dass es auch irgendwo ist, wo. Oh Gott, das hört sich nicht gut. Wo wir de facto schon waren, weißt du, dass es einfach jetzt gespawnt ist. Weil das hatten wir auch schon mal. Eigentlich hatten wir das schon öfters. Oh nee. Also sind jetzt die Scheiße hier, die geschlüpft sind. Ganz weißt du was? A, wollte ich die Folge jetzt beenden und B, bevor wir uns so einen Raum anschauen, würde ich lieber nochmal die alten Sachen anschauen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Können wir auch, wenn wir eh schon in der Gegend sind, das Ventil machen. Ja. Stimmt eigentlich. Ja, in dem Sinne sparen wir euch ein bisschen Laufweg bis zur Küste und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Code Veronica X. Also, bis dann. Ciao.